Zum Beispiel den Dünger hier. Zack, hier das da. Und dann hier was in die Kiste hier. Das ist ja 27 Stück gleich. Oh, das ist eine Menge. Gut, und mit dem Rest machen wir jetzt mal Quarz. Ja, dann packen wir das noch dazu. Machen wir aus allem gleich Quarz. Und die Essenzen an sich nutzen uns ja sowieso nichts. Die können wir auch nur aufheben, bestenfalls. Und dann doch irgendwann mal Quarz draus machen. Kann man es auch gleich machen. Falls wir nicht alles brauchen, 8 gehen, geht da noch hin. So, bleibt noch eins übrig. Okay, dann machen wir mal diese Kollegen hier draus. Da noch einer. Und da geht noch eins draus. Okay. So, und dann würde ich sagen, was wir denn da noch brauchen, das machen wir vor Ort. Obwohl wir das hier... 14. Moment, 14. Und wir brauchen, was habe ich ausgerechnet? 46. Dann brauchen wir noch ein paar. So, das ist schon zu viel. Okay, gut. Dann lassen wir das. Und die Treppen... Ja, dann könnten wir auch gleich ein paar Treppen drauf. Hier, da. Ah, wir haben noch 28. Ja, gut, wir brauchen aber noch mehr. Geht das so jetzt hier? Ja, genau, das geht so. So, jetzt haben wir 64 und dann nochmal 4. Das reicht dann immer noch nicht. Komm, wir machen diese auch noch. So, und damit haben wir 84. Könnte genügen, wenn wir Glück haben. Hier haben wir sogar noch ein bisschen was davon hier. So, und das ist auch noch übrig hier. Ja, und das da ist weiße Wolle. Ah, ich habe hier so viel Unordnung hier. Naja, egal. Wir gehen wieder zurück. Wir haben erstmal genug Material. Kommen wir erst noch mal ein bisschen was zu essen rein hier. So. Und dann geht's weiter. Wir können einfach mal die Nacht durcharbeiten. Ja, ich will hier raus. Ja, Monster sind keine... Hm. Schlag mir die Tür vor der Nase zu. So, wo muss ich denn hin? Ich glaube... Hier. So, machen wir einfach hier weiter. Das mit dem Holz, sage ich, mit dem Stein haben wir ja auch noch. Aber jetzt, wo wir Quarz haben... das ist ja ganz hoch hier. Ja gut, ich muss ja nicht runterfallen. So, wir haben 56. Ja, es ist die Frage, ob wir jetzt wirklich genauso viel brauchen wie nebenan. Wenn die beiden Säulen da von unten gleich hoch waren, dann schon. Ansonsten brauchen wir eben mehr oder weniger. Jetzt habe ich das wieder weggehauen. Nee, das wollte ich nicht. Machen wir das wieder hin. Falls das da unten jetzt doch nicht ganz stimmt, kann man das von unten nochmal wieder alles ausbessern. Ist da kein Problem. So, ach, das ist schön, wenn das so schnell geht. Hier, ja gut. Jetzt machen wir gleich noch die andere Seite drüben. Mit dem Stein. Und dann kümmern wir uns um die Treppen. So, zack, das ist fertig. Komm, das hier wieder drauf. Und dann geht's hier weiter. So, einmal runter. So, nein, das Mikrofon läuft noch. Ja, das hat sich wieder gefangen hier. Das, keine Ahnung. Also es scheint wieder dauerhaft zu funktionieren. Keine Aussätze mehr zu haben. Vielleicht lag es doch in der Luftfeuchtigkeit. Naja, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. So, wie weit haben wir noch? Haben wir gleich. Ja, das muss von ganz unten. Führen wir das einfach hier nach oben. Ah, da reichen ja 64. Ah, ich habe da noch mehr. Okay. So, dann reicht das auf jeden Fall, was wir hier mit haben. So, ich drehe mich mal um. Und dann geht's hoch da. Und nebenan auch gleich. Machen wir auf die gleiche Weise. Jede Säule für sich. So ist das am einfachsten. So, wir kommen schon wieder in die Helligkeit. Ah ne, das war aber von der Fackel. Ne, die Nacht ist noch nicht vorbei. Ja, da müssen wir doch noch einiges machen hier. So, das hier auch weg. So, das lassen wir mal. Und dann hier gleich schon mal wieder den Zaun dran. Nee, runter da. So, ich will eben nur nicht ganz runterfallen, deswegen bin ich hier ein bisschen vorsichtig. So. Ah
jetzt mache ich mir die ganzen Fackeln da weg. Stimmt, die mussten ja auch irgendwo sein. Okay, jetzt wissen wir, wo sie sind. Beziehungsweise, wo sie waren. Da haben wir wieder den Schacht im Dunkeln. Naja, macht nichts. Brauchen wir sowieso... Ja, doch, für die Treppen. Ja, naja. Die kriegen wir auch ohne Licht hin. Da kann man von unten sogar arbeiten dann. Ja klar, müssen wir auch. Haben wir nichts zum Abbauen. So, war das alles hier? Nee, der eine noch. Ah, guck mal, das verbindet sich... Ah, Moment, das verbindet sich schon, nämlich dann, wenn wir da auch was hinmachen. Ja, genau so. Richtig, das, dann soll das so sein. Ich schau mal hier. Ja, doch, genau. Genau, schön. Okay, da muss der eben nochmal weg, dass ich hier hoch kann. So, also das hier noch hoch und dann können wir uns wieder nach unten teleportieren und... Ach so, ja, Moment mal, die Treppen. Da will ich ja auch gerne am Stück das hocharbeiten, hoch alles hinsetzen. Damit ich eben auch wieder da, na, eben keine Sprungstelle in der Mitte habe, wo ich dann nicht mehr hinkomme. Ich kann runterspringen, ja, und insofern wäre das wieder eine Sprungstelle. Aber das meine ich jetzt nicht. So. Das ist, hört sich aber unangenehm an hier. So, was war das? Ein Manticore wahrscheinlich. Boah, da dreht er schon wieder ab. Okay, gut. Schauen wir mal. Moment, eben noch was essen hier. Was haben wir denn da? 64, 20. Das reicht auf jeden Fall für eins. Da haben wir auch schon ein bisschen angefangen. Das geht also auf jeden Fall. Da ist der Manticore. Okay, also es ist ein Manticore. Boah, wenn ich die jetzt hier erwischen würde... Na, das sieht aber nicht so aus. Ah, ich kann aber nach draußen gehen. Ist das sowieso nur ein... komm, lass mich doch raus. Ist das sowieso nur einer? Los, komm her jetzt. Oh, hab sogar... ich dachte mir, ich hätte was eingesteckt. Hätte Schaden bekommen, aber nö. Anscheinend doch. Da ist noch ein Manticore. Okay, gut. Ah, der hat mich aber vergiftet. Der hat mich erwischt. Noch einer? Lieber nicht. Ich will mich mal in Sicherheit begeben. Ach so, guck mal, das ist ja gar nicht so schlimm gewesen hier. So, schnell was essen. Und dann kann ich mich nach unten teleportieren. Und dann schauen wir mal, wie es... Ach genau, wie sieht denn das hier aus jetzt hier unten eigentlich? Hier, das da, das passt hier, okay. Das da passt auch. Das da... Ach ja, das muss ja noch weg. Genau, das ist ja zu viel. So, da muss ich aber gleich wieder was hinbauen. Ja, da kommt dann die Leitung an. Okay, gut. Machen wir wieder was hin da. Das Manticore-Ei kann... Ja, erstmal weg. So, okay. Jetzt muss ich nur die Treppen richtig hinsetzen. Ja, siehst du, so sind die nämlich nicht richtig. Das wird jetzt ein Problem. Wie machen wir das denn? Dann müssen wir das wohl doch... Ja, komm, dann müssen wir das so machen. Genau, dann machen wir das so mit der Leiter, nämlich hier mit der Staffelei. Scaffold. Was heißt Scaffold nochmal? Gerüst, genau, Gerüst. Gerüst müsste es heißen. Gerüst. So, und jetzt können wir aber natürlich gleich hier zweigleisig arbeiten. So, so, so geht da oben noch ein... Ah, okay, gut. Und das Gerüst können wir schnell aufbauen und wieder abbauen. Von daher ist es, kann man das einfach so machen. Wir werden ja jetzt nämlich nicht alle zwei hier gleich hochkriegen. So, und da noch. Aber das macht ja nichts mit dem Gerüst, wenn das so schnell geht. So, ja, das ist schon noch ein Stück nach oben. Zack, zack, so. Oh, da fiel einer. So, jetzt aber. Wie viel haben wir noch? 48. Haben wir noch was übrig? Da könnte man sogar noch was draus machen. Mit einer Werkbank. Ja gut, vier Stück. Na, vier Stück. Gut, immerhin. Vielleicht fehlen ja gerade dann zum Schluss vier Stück. Ich glaub's nicht. Aber wer weiß. Ah, das ging auch noch. Sehr gut.
Und ist auch richtig rum. So, 36. Das heißt 18 für jede Seite. Nee, das reicht definitiv nicht mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Na komm, hin da. So, genau, geht doch. Aber ich habe gesehen, unten... Also bekam man gerade ein Verdacht, dass ich nämlich irgendwas falsch gemacht habe, aber... Und ich dann alles nochmal machen muss. Oder zumindest zum Teil. Aber nö, sah alles richtig aus. So, 22 haben wir noch, also auf jeder Seite noch 11. Ah, das war verkehrt. Moment, müssen wir gleich eben ändern. Nee, das reicht nicht mehr. Aber es fehlt auch nicht mehr viel. Dann kriegen wir das ja sozusagen in Rekordzeit fertig. Da könnten wir sogar den Rest von... vielleicht von oben machen. Wir haben jetzt noch 11 Stück. Habe ich da was vergessen hier? Nö, das ist alles vollgebaut hier. Nee, warte mal. Ja, das sieht so aus. Jetzt haben wir noch 8 Stück. Ja, okay, das ist zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Nö, wir machen das so. So, und da noch und da. Guck mal hier, wir brauchen noch 6. 6 Stück brauchen wir noch. Ja, die kann man von oben machen. Okay. Ah, nee, Moment mal. Das geht da eben nicht. Oder von der anderen Seite? Wenn ich da... Kann ich so ein Gerüst an die Wand bauen? Nö, das kann ich nicht. Ah, okay. Dann machen wir das so. Ich baue das nach oben. Ja, das genügt. Ich kann... Wir machen einfach mal hier komplett dicht hier. So, dann kann ich getrost darunter sprengen. Ich kann sogar da was hinmachen. So, okay. Und dann machen wir da noch was... Aha, es geht nur da. Na gut, meinetwegen. So, zum Rauskommen. So, okay. Ja, wir müssen das Gebäude sowieso vergrößern. Ja, okay. Machen wir aber... Wann machen wir das denn? Jetzt machen wir erst die Dinger hier fertig. So, und zwar brauchen wir dafür... Ach, guck mal, wir hätten da noch 4 Stück draus machen können. Mit einer Werkbank. Ich habe hier 2 Werkbänke, sehe ich gerade. So, 4, ja gut, das sind 4, wir brauchen aber 6. Wir brauchen aber leider 6. Gut, egal, ich setze die jetzt dennoch dahin. Da und da. Da und da. So, gut. Jetzt fehlen 2. Haben wir vielleicht im Lager noch was? Die kann ich ja von außerhalb auch hinsetzen. Da könnte ich sogar das Gerüst schon wieder wegmachen. Naja, kann ich nachher noch machen. Komm, wir gehen jetzt mal ins Lager. Das will ich jetzt sehen. Ob denn da im Lager vielleicht doch noch was rumliegt. Quarz. Da muss ich... Das müsste hier sein. Wahrscheinlich ja nicht. Hier, da... Guck mal hier, da. Solche Säulen sind da auch noch da. Naja, egal. Jetzt sind wir fertig damit. Ach, keine Ahnung, wieso die da noch sind. Aber hier, da wäre noch was. Ja, die will ich aber lassen. Die kann man als Baustein verwenden dann. Okay, gut. Wir gehen nochmal zum Quarzfeld und ernten das nochmal ab. Und dann sollten wir eigentlich durch sein mit Quarz. Zumindest was die großen Mengen anbelangt. Kleinere Mengen werden wir natürlich nach wie vor immer noch brauchen. Aber ich meine jetzt für den Wartungsgang. Da sollten wir dann durch sein. Ach ja, Moment. Die Sense. Die Sense in die Hand... So, da wir eben nicht die Umschalttaste gedrückt halten. So, jetzt wieder. Ja, so. Aber wir hätten ja eigentlich das andere machen können. Naja, ist egal. Weil wir da ja gestern Abend aufgehört haben. So. Laufen wir da nochmal schnell hin. Ah, wir haben ja noch was in der Kiste, fällt mir gerade ein. Da in dem Konvert... Nee, wie heißt das? Reprocessor oder so ähnlich. Ja, dann reicht das doch. Aber wir können die restlichen Essenzen ja einfach mal in der Kiste lagern. Wir brauchen die schon irgendwann mal wieder. Vielleicht sogar schon bald. Entsprechende Pläne habe ich bislang noch nicht, aber wer weiß, ne, was noch kommt. Ja, komm, lass mal das mal. So. Ah, Moment, da war ja noch was. Nämlich die Dings hier wegbauen hier. Wie heißen sie nochmal? Oh, da war ja auch noch was. Ach so, weil, ja, hier, kein Platz mehr. Die können gleich mal wieder dahin.
Dann schauen wir doch mal, ob die noch da sind. Ansonsten bauen wir sie ab, denn müssen ja nicht sein. Und mir fällt gerade ein, dass mir doch mal was eingefallen ist. Nämlich, dass ich noch irgendwas machen wollte. Ich weiß aber jetzt nicht mehr was. Irgendeine Kleinigkeit noch. Ah, Moment mal. Doch. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß es wieder. Ja, aber das haben wir ja gemacht. Nämlich, die weiße Wolle. Da muss wir ja noch einen Streifen setzen. Und das ist mir eingefallen. Genau, das war's aber. Das haben wir ja auch gemacht. Okay, also alles erledigt. So, jetzt bin ich gespannt, ob da noch was ist. Oh ja, tatsächlich. So, bauen wir ab und kommt da rein. Und da drüben, den machen wir auch weg, denn die Felder sind ja jetzt wieder... Da wächst ja wieder was drauf. Abgesehen davon brauchen wir die jetzt sowieso nicht so bald. Und falls dem doch mal wieder sein sollte, dass wir da mehr brauchen, nun ja, dann stellen wir die wieder hin. So, dann müsste, das müsste der einzige sein. Aber wir könnten auch mal zum Wasser- und Erdfeld gehen. Denn das mit dem Ton, das ist ja dann doch immer wieder mal relevant. Und da lasse ich dann auch die Chunkloader.